Ey yo, meine lieben Fightheads, willkommen zu Crunk MMA and here we go! Im kommenden Jahr könnte uns ein echter Kracher erwarten, nämlich Israel Adesanya vs. Robert Whittaker 2. Und wenn der Kampf tatsächlich aufgestellt werden sollte, die Kampfvereinbarung von beiden unterzeichnet werden, wird der Kampf höchstwahrscheinlich für den 12. Februar 2022 für die UFC 271 angesetzt. Die Chancen für ein Rematch zwischen Robert und Israel stehen gut, da beide Seiten zumindest derzeit in keinen problematischen Gesprächen mit der UFC in Sachen Bezahlung stehen. Sollte White alles daran setzen, wird im Showdown Anfang 2022 also nichts im Weg stehen. Israel, der Stylebender Adesanya, konnte beim ersten Aufeinandertreffen gegen Robert, der Reaper Whittaker, stark beeindrucken und ließ von Anfang an alles leicht aussehen, nahm ihn komplett auseinander, brachte ihn gleich in der ersten Runde zu Boden und beendete den Abend für Whittaker schmerzhaft in der zweiten Runde durch TKO-Punches in Minute 3:33. Nach dem Sieg dieser Championship konnte Adesanya noch für eine kurze Siegesserie gegen Yoel Romero und Paulo Costa sorgen, bevor er die erste Pleite in seiner Karriere gegen Jan Blachowicz. Anmerkung: Es war Adesanyas Debüt im Light Heavyweight bei UFC 259 durch Decision kassierte. Darauf folgend gewann er bei UFC 263 gegen Marvin Vettori nach Decision. Was Robert Whittaker angeht, konnte sich im vergangenen Jahr zwei Siege, einmal gegen Darren Till, einmal gegen Jared Cannonier, beide durch Decision holen und ein weiteres Mal mit einer Rising Hand am 17. April 2021 gegen Calvin Gastelum ebenfalls durch Decision des Octagon verlassen. Offensichtlich ist auf jeden Fall, dass von beiden weder der eine noch der andere faul geworden ist und stattdessen aktiv geblieben ist. Von Rust kann also schon mal nicht die Rede sein. Fakt ist auch, dass sowohl Whittaker als auch Adesanya starke Gegner hatten. Typen wie zum Beispiel ein Yoel Romero oder ein Calvin Gastelum können einen nur schärfen. Daher haben beide an Erfahrung gewonnen und jetzt schon heißt es seitens Adesanya in Richtung Whittaker und umgekehrt natürlich auch, dass ein zweiter Kampf auf einem ganz anderen Level stattfinden wird. Warten wir einfach mal ab. Zu diesem Bout werde ich auf jeden Fall noch ein Analyse- und Prediction-Video producen. So, meine Kämpferherzen, das war's an der Stelle. Ich verabschiede mich. Schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat.